Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 6:30. Ich möchte mich in der Kamera jetzt noch gerade nicht zeigen, weil ich sehe sowas von scheiße aus. Aber ich war fleißig. Ich habe jetzt fast 1,5 Stunden den Vlog geschnitten. Und was ich jetzt noch machen werde, ist weiter fleißig sein. Da der jetzt 40 Minuten rendert, werde ich jetzt die erste Folge Until Dawn schon mal aufnehmen. Das habe ich ja gestern gesagt, dass ich das machen werde. Ui. Und ja, das ist es so, das, was ich jetzt vorhabe. So, jetzt muss das hier noch angehen. Und ja, dann werde ich jetzt Until Dawn aufnehmen, solange der rendert. Das sind ungefähr 40 Minuten, wie gesagt. Dann kann ich die erste Folge schon mal fertig machen. Und dann kann ich das direkt hochladen würde ich jetzt nicht. Also dann werde ich einen Vlog hochladen, dass der dann online kommt. Das dauert eh was länger, weil der halt mal eben 16 Minuten geht oder sogar über 16 Minuten. Und deswegen dauert das noch ein klein wenig. So, jetzt brauche ich noch das. Das brauche ich noch. Ja, ich möchte gerne zustimmen, dass man manche Programme halt einfach nochmal extra bestätigen muss, verstehe ich nicht, aber okay. So, und Nummer 12 und dann bitte das andere Mikrofon, weil mit dem, was war das? Mit dem Headset kann ich ja nicht aufnehmen. Das ist erstmal weg. Das kommt hier rüber. Das brauche ich nämlich. Das hier. Und es ist noch dunkel und ich, hallo. Es ist noch dunkel und diese Dunkelheit möchte ich jetzt ganz gerne halt noch ausnutzen für Until Dawn. Also ich glaube, bis 8 Uhr ist es noch dunkel oder dann dämmert es erst richtig. Also wenn ich jetzt zwei Folgen hinkriege, habe ich das Mikrofon jetzt zugehalten, es tut mir leid. Also wenn ich jetzt zwei Folgen hinkriege, bin ich sehr, sehr glücklich. Also werde ich jetzt auch direkt anfangen und ich werde gleich sowas von verdursten, weil ich habe nicht mehr viel. Ihr werdet es wahrscheinlich in irgendeiner Folge gleich hören. Hey, so, jetzt lebe ich auch wieder. Ich war duschen, ich habe noch mal was geschlafen. Was hat man da? 11 bis 2, glaube ich, habe ich geschlafen. PC läuft seit 4:30, glaube ich. Moment, kannst du mich scharf stellen? Dankeschön. Leider jetzt gerade seit 5 Stunden irgendwie unbenutzt. Aber ich habe jetzt Sims installiert, werde jetzt was kochen. Hier steht schon mein Water. Jetzt werde ich erstmal noch was dazu schnipseln. Ich stelle mich mal anders hin. Und der geht nicht weg, ne? Except. Und ja, ich hatte heute Morgen Augenringe des Todes. Ich glaube, ich sehe immer noch nicht ganz perfekt. Also das war richtig schwarz hier unten. Deswegen habe ich gedacht, da musste ich jetzt noch ein bisschen hinlegen. Bin immer noch sehr müde. Freue mich aber jetzt was zu essen, weil ich habe mega Hunger. Und dann setze ich mich noch auf die Couch, gucke noch ein bisschen Fernsehen, bis ich gegessen habe. Und dann geht's los mit Sims. Ich freue mich. Ich habe es gestern leider nicht mehr geschafft. Das haben wir heute den 10., ne? Nicht mehr geschafft, Sims fertig zu machen, weil ich war so im Arsch. Ich hatte keinen Bock mehr. So, heute ist im Adventskalender ein Teddybär, den man nicht sieht. Doch, da, jetzt. Na, egal. Ein Teddybär mit einem Geschenk. Magisch. Geschenk. Und weil heute, Entschuldigung, die Seife machen, habe ich schon alles hingestellt. Halt die Rohseife, Förmchen und so weiter. Aber ich glaube, das wird heute nichts mehr. Ich glaube, das mache ich morgen, weil ich so geil auf Sims bin gerade. Also wirklich geil. Aber gut, erstmal was zu essen machen.
Schau mal, ich glaube, ich mache es morgen früh. Ich bin wahrscheinlich morgen früh wieder sehr früh wach. Und wenn ich das morgen früh erledige, dann wie es mich einfach nicht scharf stellt. Und so. Wenn ich das morgen früh mache, dann ist das cool. Dann kannst du mich den ganzen Tag trocknen und ich kann es fertig machen. Hallöchen! Ich habe mich ja länger als ich bin gewesen, ein paar Stunden schon nicht mehr. Ich bin gerade dabei, Sims zu spielen. Und zwar habe ich gerade eine übelst lange Folge Create a Sim gedreht. Mit allen Sachen, die es so neuen gibt. Zwei Kinder haben wir, ein Junge und ein Mädchen. Zwei Erwachsene, ein Teenager und ein Alien habe ich erstellt. Das wollte ich immer schon mal gemacht haben, ein Alien erstellen. Jetzt haben wir Luisa Pauls als Alien. Und diese Luisa Pauls ist ein Teenager, ein Alien, wie gesagt, ein lilanes Alien mit schwarzen Klamotten und schwarzen Haaren. Wurde von der Familie Löhrer, das ist halt die Zeit für Freunde Familie. Und jetzt brauche ich noch das Haus. Und ich freue mich. Und ich habe gerade schon gesehen, dass andere YouTuber auch schon das Zeit für Freunde Pack vorgestellt haben. Und ich glaube, ich die Letzte bin. Aber es mit als erstes hatte, jetzt mit gestern gesehen. Also vor allen, nicht vor allen anderen, aber es wurde ja... Ich habe es vorm Release gekauft. Ne? Das ärgert gerade ein bisschen, dass ich dann doch später bin. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das... Oh, da gibt es ein neues Button-Ding. Uhu. Ob ich... ich habe einen Faden verloren. Achso, ob ich die Folge Create a Sim schon hochladen soll. Das weiß ich gerade nicht. Schlimmster Moment ever, wenn der PC abstürzt. Was gerade passiert ist. Ich wollte bei Sims einen Cheat eingeben, weil ich kein Geld mehr hatte. Ich habe die falsche Tastenkombination gedrückt. PC hat sich komplett aufgehangen. Und jetzt komme ich nicht mehr ins Internet. Der verbindet sich nicht mit meinem Router. Jetzt konvertiert aber gerade erstmal die AVI-Datei von der ersten Sim-Folge, die ich gerade aufgenommen hatte. Also der Create-a-Sim-Bau-Scheiß da. Bin gerade mega überfragt, warum er meinen Router nicht findet. Ich gehe übers WLAN rein, weil ich hatte ja schon mal gesagt, hätte ich hier ein 50 Meter langes LAN-Kabel liegen, was ja kein Mensch will. Und ja, jetzt hänge ich hier. Und warte darauf, dass ich den PC nochmal neu starten kann. Und wenn das jetzt gleich nicht funktioniert, kommt halt keine Sims-Folge mehr. Also keine Zeit für Freunde-Sims-Folge. Und ich wollte so gerne ein Haus bauen. Und ja. Scheiße! Leute, scheiße. Gefällt mir gar nicht.